meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen C-Score Overwatch auf Mirage. Ja, was machen die zwei denn? Fängt direkt bunt an, aber es dreht sich niemand. Also zumindest aktuell noch nicht. Müssen wir mal schauen. Komm. Okay, okay. Er war natürlich durch die Wand oder durch die Kartons schon ziemlich drauf. Was man aber auch aufgrund der Schüsse ausmachen kann, wo der Gegner steht. Aber, Der in der Mitte wurde auch getroffen eben. Okay, was macht er jetzt? Er chillt? Hallo? Ah, da ist er wieder. Übrigens ist gleich Livestream. 18 Uhr nicht vergessen, gell? Auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Ja, also er hat da nicht nur einen übermäßig guten Geruchssinn, sondern scheint auch eine extrem starke Brille zu haben. Oder doch nicht? Ja. Habt ihr das gesehen, wie er so mit der Ecke, wie er so leicht schief gesprungen ist? Ist das normal? Sein Drecksack, oder? Also meine erste Vermutung zumindest. Das Gehopse. Ja, naja. Naja, naja. Schon noch rumgezappelt ordentlich. Okay. War das jetzt gerade eben er? Oder eine Unterstützung? Man konnte ihn nicht sehen, ne? Da auf Window. Er wäre fast hervorgekommen, aber ich glaube, man konnte ihn... Ah, okay. Das ist natürlich... Es sieht sogar so zappelig aus. Als wenn was draufziehen wird. Oder? Nicht er, nicht seine Hand. Ich spule mal ein Stück vor. Jetzt gehen sie auf A. Es ist übrigens eine AFK. Die Bombe tingelt hinten rum. Hat vielleicht eine Smoke geworfen oder sowas. Der andere ist auf Mitte und der Rest macht was. Ah, der AFK, der ist jetzt auch da. Was würdet ihr hier ranktechnisch nicht sagen? Also, es ist keiner von den CTs auf B. Bombe wurde nicht gesichtet. Wenn aber auf Mitte. Also, es ist irgendwie merkwürdig, dass überhaupt keiner... Ah, guck mal, die tanzen da rum. Habt ihr das gesehen? Da durch die Wand. Die Window-Spieler bauen irgendwas auf, da im Window. Es sind alle. Es sind alle da rechts. Also gut, jetzt geht einer auf B und der andere geht jetzt über Short auf B auch. Kommt dann wieder zurück. Mittlerweile wurde bestimmt noch die Bombe gesehen in Palace. Also von daher ist es... Obwohl, der eine ist immer noch auf B. Bombe ist down, er ist alleine. Der von B muss jetzt langsam wieder zurückkommen. Na gut, also von der Aufstellung her kann man da noch nicht allzu viel... sagen, weil das auch auf High Ranks passieren kann, dass die Leute sich einfach so die am aufstellen und irgendwie alle dann doch auf A sind oder halt fast alle auf A und einer Mitte oder so. Hatten wir auch gerade letztens wieder, dass dann doch zu früh verschoben wird. Einer steht da und sagt, hey, da ist ein Feind oder da sind zwei Feinde, dann schiebt das ganze Team rüber. Ja, also er ist schon wirklich, er weiß schon wirklich sehr genau, von wo der nächste Gegner wohl erscheinen wird und auf welcher Höhe sein Kopf ist. Wobei, gut, ich meine, die Kopfhöhen, wenn man die Maps kennt, dann kann man da auch schon natürlich im Vorfeld hinaben. Da habt ihr recht. Aber zu den passenden Zeitpunkten? Schon ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Guck mal. Also manchmal sieht man auch, wie er mit dem Fadenkreuz dran lockt. Er versuchte schon zu hiden hier. Aber es ist dann doch viel zu unheidelig. Achtet mal drauf. Manchmal lockt er durch die Wand ganz kurz an. Habt ihr es gesehen eben? Also, vielleicht aufgrund auch von visuellen Informationen per Hand. Aber ich glaube auch, dass das nicht nur die visuellen Geschichten sind. Sondern, dass er da eine Taste drückt, die dann für ihn anlockt. Weil da waren jetzt diverse Dinge durch die Wand eben schon dabei. Wo ich über den Zufall hinausgehen würde. Sicherlich kann sowas auch in so einer gesamten Spielzeit von jemandem passieren. Mir sicherlich auch schon. Dass ich zufällig exakt auf dem Kopf von einem Gegner durch die Wand geaimt habe. Kurze Zeit. Mit einem Fadenkreuz. Weiß auch nicht wie. Ich meine, in den meisten Fällen, beziehungsweise auf den meisten Maps, musst du ja nicht großartig... also da gibt es diese Möglichkeit nicht, dass du lange durch... Also aus Versehen lange durch Wände auf den Feind schaust. Weil die Aim-Position an sich... für die restliche Map schlecht genug wäre, ne? Wenn du jetzt auf A stehst oder sowas, kommt es eigentlich nicht vor, dass du auf Mitte jemanden anvisierst, weil du halt dann eben nicht die Position checkst, die du checken solltest. Ihr wisst, was ich meine. Es ging da mal... Oh. Hinsichtlich diesen Gedankens ging es mal um ein Programm, das Wallhacker erkennt. Und Wallhacker bzw. Spieler mit Aim Assist
Man sagt ja immer, also als Mensch ist es schon schwer zu erkennen. Aber durch die prozentuale, durch die Zeit, wie lange sie eben durch die Wand jemanden anvisieren oder sehen können, wie schief sie ständig gucken und Abgleich mit Leuten, die keine Vision Assists haben, kann man eben dann sehr wohl erkennen, also auch rein über Hardware, wann jemand, oder könnte man in der Theorie erkennen, wann jemand eben einen Vision Assist benutzt und wann nicht. Weil Leute ohne Vision Assist anders spielen als Leute mit Vision Assist. Da geht es dann auch um Winkel, die man abaimt, die eigentlich, in die man nicht schaut und vor allem nicht so lange schaut, wie jemand. Gut, ich meine, hier ist es ganz offensichtlich, ne? Das macht kein normaler Spieler so, hopp, mal kurz dahin. Und selbst wenn doch, kommt es nicht so oft vor wie hier halt bei ihm. Also, anfangs dachte ich noch, er versucht zu hiden, aber jetzt ist es ja wirklich mehr als offensichtlich, was er da treibt. Ja. Wir können eigentlich durchspulen. Also, außer wir wollen noch unbedingt Richtung Aim Assist gucken, was er da wohl so genau am Start hat. Ob, wie und was. Wir spulen nochmal kurz vor. Okay, jetzt Schild. Gut, hier ist jetzt gerade niemand. Oh, ist ein Team mit zerrissen. Glaubt ihr jemand, der das sonstige Movement und vor allem Crosshair Placement an den Tag legt, wie er es tut, hat dann diese Reflexe? Auf der anderen Seite ist natürlich das gesamte Movement und vor allem Crosshair Placement ja auch gestört. Durch einen reinen Vision Assist zum Beispiel. Gerade weil du ja ständig weißt, wo die Gegner sind und versuchst schon mal fort. Alter, was war denn das? Das gesehen? Schon mal fort zu aimen, ne? Da ist logischerweise dann alles ein bisschen was? Abgeändert. Hopp, komm, hol ihn dir. Jetzt tu nicht so, du Affe. Mach jetzt das Ding zu, mach den Deckel drauf. Sind die Eier geschossen. Frech von dir. Ich spule jetzt durch. Es muss reichen. Ich werde dann jetzt gleich direkt danach natürlich drücken, was ich denke, was er hatte. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was er hatte. Und wie gesagt, gleich ist dann wieder Livestream. Und dann sehen wir uns ja eh live, ne? Haut rein. Bis gleich. Ciao, ciao.